Hallo, meine geflügelten Freunde und ein herzliches Zeitduck. Willkommen zurück zu Pikunikuni. So, unsere heutige Hauptaufgabe ist es, den großen Roboter am See zu besiegen. Im letzten Part haben wir ja hier den Regenwürmern geholfen. Besonders hier dem grünen, kleinen, schwabbligen. Und genau, heute müssen wir zum See den großen Roboter besiegen. Wollen wir mal sehen, wie wir da hinkommen. Ja, müssen wir bestimmt hier mitfahren. Einmal die Mauer hier kaputt machen. Und erstmal das Geschenk abholen. Ernie der Wurm. Als Trophäe haben wir erhalten. Cool. Da oben ist nichts mehr. Ich denke mal, da müssen wir jetzt hier hoch. So, da sind wir auch schon oben. Gehen wir mal raus. Mal gucken, wo wir denn jetzt lang müssen. So, müssen wir bestimmt mit dem Zug müssen wir fahren. Wir gucken erstmal, upsala, was hier rechts ist. Hier war ja diese Wüste. Da unten waren die Regenwürmer. Oh, da oben hängen auch noch. Oh, hier hängen überall Regenwürmer. Hallo. Bist du bereit, gegen den Roboter zu kämpfen? Aber klar doch. Nee. Aber klar doch. Gut, dann lass uns loslegen. Oh, bringen die uns jetzt nach oben. Gut, dass wir da lang gelaufen sind. Da ist der Roboter. Der Roboter ist wütend. Bleib aus seiner Schusslinie raus. Oh, und fall bitte auch nicht. Ja, fall nicht. Wie komme ich denn da? Upsala, Game over. Wir wiederholen das Ganze natürlich. So, fall bitte nicht runter. Bleib aus seiner Schusslinie. Okay. Oh. Das war aber doll. Oh, wie schnell. Was muss ich denn überhaupt machen? Dem Roboter ist das Wasser ausgegangen. Er muss nachfüllen. Pass auf, wir fliegen ihm nach. Gut, mach das mal. Kann ich den jetzt... Oh, ich muss mal gucken, wo der jetzt hier ist. Ah, da ist er. Und jetzt kann ich ihn bestimmt treten. Nee, kann ich nicht treten? Kann ich den da... Oh, was passiert? Okay, müssen wir immer den... das Wasser abzapfen. Knapp. Okay, jetzt geht er wieder runter. Na, upsala. Jetzt geht er wieder Wasser holen. Los, wir fliegen nach. Hinterher. Und schnell das Wasser abzapfen. Runter mit dir. Und rein da. Und. Zweite Mal. Einmal müssen wir mit Sicherheit noch. Oh, der wird schneller. Jetzt soll ich mir keinen Fehler mehr erlauben. Okay. Okay, okay. Oh. Na, jetzt flieg Wasser holen. Dankeschön. Los, hinterher, Jungs.
Und schnell ab ins Wasser. Und rein da, rein da. Und haben wir jetzt kaputt gemacht? Ja, sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Gut, ich habe dich lange beobachtet. Das war zu viel. Du hast all meine Roboter zerstört. Es reicht. Schnappt ihn, Jungs. Nein, nein. Lasst mich in Ruhe. Tschüss. Ups, du wurdest gefangen. Ja, ach nee, als ob ich das nicht selbst sehe. Mal sehen, wo der mich hinführt. Und denk gar nicht erst an Flucht. Ich behalte dich aus dem Raum nebenan im Auge. Mhm. Aha. Hallo. Also, tut mir leid, dass wir das nicht vorausgesehen haben. Ich glaube nicht, dass mich jemand beim Graben bemerkt hat. Aber hier wimmelt es von Robotern. Wir müssen dich rausholen. Ja, bitte, holt mich hier raus. Ich habe eine Idee. Finde einen Weg, den Roboter abzulenken. Ich kümmere mich um den Rest. Okay. Was? Unglaublich. Ich lasse dich für 2 Minuten allein und du findest einen Weg, etwas kaputt zu machen. Hast du eine Ahnung, wie lange es dauert, die Dinger zu ersetzen? Das bedeutet jede Menge Papierkram und muss meinen Chefs bis ganz nach oben vorgelegt werden. Sprich, es dauert ewig. Yippie! Oh, da hat er uns geholfen. Vielen Dank also, dass du mir den Tag verdorben hast. Mach jetzt nichts mehr kaputt. Das kann ich nicht versprechen, aber ich versuch's. Ich habe den Schlüssel. Bitte sehr. Dankeschön, lieber Herr Regenwurm. Oh. Dann gehen wir mal da durch. Oh. Wird keiner hören, dass wir hier durch die Schächte laufen. Hops. Mal sehen, wo das hinführt. Oh, zu einem Fahrstuhl. So, Hauptaufgabe. Entkomme aus dem Vulkan. Okay, warte. Da sind aber ganz schön viele Roboter. Der nächste Raum ist voller Roboter. Du musst listig vorgehen, denn wenn sie dich sehen, fangen sie dich. Okay, wahrscheinlich hier durch, oder? Oh, was haben wir hier? Ah. Okay. Ist jetzt die Frage, wo wir durch müssen, ne? Ich probier's mal hiermit. Indem ich hier. Ah. Hey. Was? Hab ich dich nicht letzte Woche gebeten, diese Tür in Ordnung zu bringen? Nein. Ich erinnere mich genau, dass ich dich gebeten habe, die Tür in Ordnung zu bringen. In der Unvollkommenheit liegt Schönheit. Ganz meine Meinung. Trotzdem wäre es schön, die Tür eines Tages in Ordnung zu bringen. Das stimmt. Geh runter! Nein! Du da! Stehen bleiben! Sofort! Du bist verhaftet! 2, 3. So, jetzt geht die Tür wieder auf. Und hoch! Oh, Gott sei Dank. Was machen die da? Sieht so aus, als wären das Pläne für eine riesige Stadt. Hm, wir müssen dich rausholen. Ja, bitte. So, entkomme aus dem Vulkan müssen wir jetzt machen. Gut. Okay. Da oben ist ein Roboter. Da sind ganz viele Roboter. Oh mein Gott, wo muss ich denn hin?
Ich muss jetzt von hier. Ach, da. So, jetzt können wir das aktivieren. Dann gehen wir hier einfach mal wieder runter. Dann hier hoch. Ups. Oh mein Gott, wo? Aber da, da. Ja, geht ja nur noch da dann. Okay, und wir sind draußen. Oh, wir haben es geschafft. Gut. Oh, da ist der Mr. Ink. Das ist es also. So wird sie letztlich aussehen. Ja, alle verlangten Gebäude sind vorhanden. Wo ist mein Haus? Habt ihr an mein Haus gedacht? Ja, es ist genau hier in der Mitte. Ach ja, richtig. Wird es zum großen Ausbruch fertig sein? Wir haben bereits mit der Fertigung begonnen. Schön, sehr schön. Ich sollte mir das lieber mal ansehen. Ja, tschüssi. So. Oh, da sind wir. Oh, jetzt habe ich... Ups, jetzt habe ich seinen ganzen Plan kaputt gemacht. Der große Ausbruch? Wovon die reden? Wovon reden die? Da stimmt was nicht. Nee, da stimmt etwas ganz und gar nicht, Mr. Regenwurm. Na gut, meine Lieben. Ich denke, das war's für heute mit dem Part. Mal sehen, was uns im nächsten Part noch alles erwartet. Ob wir Mr. Sunshine endlich stellen können und ob wir an den Robotern vorbeikommen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und lasst doch gerne ein Like und Kommentar für uns da. Und ich freue mich, euch wieder im nächsten Part von Pikunikuni zu sehen. Tschüss, meine Lieben. Mua.